Das Orgelporträt. Die Gessinger Orgel in Binswangen. Binswangen ist ein Ortsteil des Marktes Kolmberg im mittelfränkischen Landkreis Ansbach. Das Pfarrdorf mit rund 230 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt an der Altmühl und am Lachengraben, der dort als rechter Zufluss in die Altmühl mündet. Binswangen war Station einer alten Straße, die vom westlichen Mittelfranken in die Weinanbaugebiete des Mains führte. Der Ort liegt außerdem auf dem Jakobspilgerweg von Prag nach Santiago de Compostela sowie am Fränkischen Marienweg. Erstmals urkundlich genannt wurde der Ort im Jahre 888 in einer Urkunde des Chorherrenstiftes Herrieden und vermutlich hatte der Ort schon damals eine Kirche, denn die Patrozinia der heutigen Kirche, St. Sebastian, Cornelius und Cyprian, deuten auf ein sehr hohes Alter. Pfarrsitz wurde Binswangen bereits vor der Reformation. 1330 kamen Ort und Kirche in den Besitz des Klosterstiftes in Spalt. Später gehörte der Ort zum Vogtamt Kolmberg innerhalb des Fürstentums Ansbach, ab etwa 1600 dann zum brandenburg-bayreuthischen Schultheißenamt Markt Bergel und 1806 kam der Ort zum Königreich Bayern. 1978 wurde das Dorf im Rahmen der Gebietsreform nach Kolmberg eingemeindet. Die heutige Kirche ist im Wesentlichen ein Neubau aus den Jahren 1749 bis 1751 im sogenannten Markgrafenstil nach Plänen des Baumeisters Johann Georg Entenberger aus Herrieden. Über dem Kanzelaltar erhebt sich die 1754 errichtete Orgel, die im Wesentlichen bis heute original erhalten geblieben ist.
Sie stammt aus der Werkstatt des Rothenburger Orgelmachers Georg Martin Gessinger und erklang zu Beginn in einigen Versetten Quarti Toni aus der Feder des Salzburger Hofkapellmeisters Johann Ernst Eberlin. Es folgen als nächstes drei Variationen über den Choral »Werde munter, mein Gemüte« von Johann Pachelbel, der im nahen Nürnberg wirkte und heute als der wohl bekannteste Barockkomponist Frankens gelten darf. Der Orgelbauer Georg Martin Gessinger wurde 1717 in Schillingsfürst, einer hohenlohischen Residenzstadt im heutigen Landkreis Ansbach, geboren. Er erlernte zunächst das Schreinerhandwerk, ist dann aber ab 1738 in der Werkstatt des Orgelmachers Johann Christoph Wiegleb in Wilhermsdorf nachweisbar. Auf seiner zunftgemäßen Wanderschaft arbeitete er unter anderem eine Zeit lang bei Andreas Silbermann in Straßburg. 1747 kehrte Gessinger in seine Heimat zurück und arbeitete als Geselle bei dem Orgelmacher Georg Albrecht Leiser in Rothenburg ob der Tauber. Hier heiratete er die Tochter seines Lehrmeisters und übernahm die Werkstatt. In den folgenden rund 40 Jahren bis zu seinem Tod 1791 entfaltete Gessinger eine reiche Tätigkeit. Neben über 100 Orgeln, die heute nicht mehr lückenlos nachweisbar sind, baute er auch Klavikorde,
1765 wurde Gessinger von der markgräflichen Regierung in Ansbach zum Hof- und Landorgelmacher in der Nachfolge des verstorbenen Ansbacher Orgelbauers Friedrich Siegmund Prediger ernannt. Das Arbeitsgebiet Gessingers umfasst zunächst die nähere Umgebung von Rothenburg, dann Orte in den markgräflichen Gebieten von Ansbach und in den bayreuthischen Enklaven südlich von Uffenheim. Weiter finden wir ihn im Hohenloischen und sogar im eichstättischen Stift Herrieden. Daraus ist ersichtlich, dass er weithin bekannt war und einen guten Ruf besaß. Die Eckpunkte seines Schaffens lassen sich durch Uettingen, westlich von Würzburg im Norden, Pommersfelden im Nordosten, Pappenheim im Südosten, Oettingen im Landkreis Donau-Ries und Weikersheim im Westen abstecken. Die nicht allzu zahlreich erhaltenen Orgeln Gessingers gehören zum wertvollsten Besitz der mittelfränkischen Orgellandschaft. Seine größte Orgel entstand 1782 in der Stiftskirche zu Herrieden, die 26 Register auf 2 Manualen und Pedal erhielt. Der erhaltene, prachtvolle Prospekt ist zweigeteilt, um das Rückfenster freizulassen. Das klingende Werk in Herrieden wurde leider 1911 durch einen kompletten Neubau ersetzt. Es ist ein besonderer Glücksfall, dass mit der 1754 erbauten Orgel in Binswangen eines der frühesten Werke Gessingers noch dazu in einem bemerkenswert vollständigen Zustand bis heute bewahrt blieb. Gessingers Söhne arbeiteten in der väterlichen Werkstatt mit, die 1783 aber von seinem Tochtermann oder Schwiegersohn Johann Georg Kaspar Nössler aus Ohrdruf übernommen wurde. Er war ein Neffe des Heilsbronner Wiegleb-Nachfolgers Kaspar Moritz Nössler. Doch konnten sie alle nicht annähernd an die Bedeutung von Georg Martin Gessinger anknüpfen. Bemerkenswert an der Orgel in Binswangen sind neben vielen anderen gut erhaltenen Details die originalen Prospektpfeifen mit eingedrückten Rundlabien, jedoch ohne die sonst bei Gessinger und anderen Rothenburger Orgelmachern üblichen Zierwarzen. Im Manual mit einem Umfang bis zum 3C stehen die Register Gedakt und Flöte 8 Fuß, Prinzipal, Kleingedakt, Quintade und Viol 4 Fuß, Quint 3 Fuß, Oktave 2 Fuß sowie eine dreifache Mixtur. Das Pedal besitzt einen Umfang bis zum eingestrichenen C und die in Franken üblichen Fundamentregister Subbass 16 Fuß und Oktave 8 Fuß. Dazu kommt eine Pedalkoppel. Italienische Eleganz verströmte die soeben erklungene Orgelsonata von Giovanni Battista Pergolesi. Zum Abschluss hören wir noch einige Versetten zum Magnificat Secundi Toni von Johann Kaspar Kerl, der in München und Wien bedeutende Stellen bekleidete, unter anderem als Organist am Wiener Stephansdom.
Hierin erklingen einige der bezaubernden Einzelregister der Binswanger Orgel, wie etwa Gedackt 8 Fuß im ersten Vers, dann der originale Prospektprinzipal im zweiten und das volle Werk der Orgel im letzten Abschnitt. Thank you.